Ja, hallo liebe Zuseher von windtv.org. Wir befinden uns hier auf den Freien Medientagen im Museumsquartier. Es ist hier sehr voll. Das liegt auch daran, dass es ein relativ kleiner Raum ist, aber das Programm ist super und wir sehen verschiedene Vorträge und die diversen freien Medien werden hier präsentiert. Nicht dabei ist leider dieses Jahr, ich mache Politik.at, aber wir sind dann nächstes Jahr ganz groß dabei und ich würde sagen, jetzt schauen wir uns einmal das Programm an. Ich bin einer der Redakteure der Übermorgen. Es ist eine Zeitung, die aus den Uni-Protesten hervorgegangen ist. Wir sind heute hier zum ersten Mal bei den Medientagen und freie Medien sind wichtig, weil sie Fragen stellen, die andere nicht stellen können, weil bei anderen bestimmte Interessen dahinter stecken. Also, ich bin die Ann-Kathrin, wir sind vom Progress. Das ist von der ÖH aus eine Studierendenzeitung österreichweit. Und warum es so wichtig ist, freie Medien zu haben, ist einfach seine Meinung kundtun zu können, unbeeinflusst von irgendwelchen Aspekten. Hallo, mein Name ist Shaking Gam, ich bin von der Jugendpresse Österreich und ich finde freie Medien wichtig, weil kein Medium irgendeinem Zwang unterstehen sollte. Ja, hallo, ich bin die Silvia Fischer von der Bio-Community biologisch.at und ich finde, freie Medien sind deshalb wichtig, weil hier noch gesagt werden kann, was dem Herausgeber wichtig ist, unabhängig von Politik und Wirtschaft. Mein Name ist Hans-Georg Allenberger vom Online-Magazin Mokant.at. Freimedien sind wichtig, weil sie die Medienlandschaft unheimlich bereichern. Hallo, mein Name ist Daniel Friesenecker. Ich bin Herausgeber bei Junk.at. Wir betreiben insgesamt zwei Medien. Das eine ist Frischluft.at, ein freies Jugendmagazin, und Subtext.at, Online-Magazin. Und freie Medien sind für mich deswegen so wichtig, damit Leute die Möglichkeit haben, ihre Meinung unter journalistischen Grundsätzen weiterzutragen. Hallo, ich bin die Alina von Space TV. Freie Medien sind deshalb wichtig, damit sie reflektieren, damit es noch ein reflektierendes Medium gibt. Das ist es. Und weil die Krone-Zeitung scheiße ist, soll ich noch ausrichten von einem Kollegen von mir. Ja, hallo, ich bin der Chris vom Palästerer Fußballmagazin und freie Medien beleben meiner Meinung nach die Presselandschaft und sind genau deswegen sehr, sehr wichtig. Ich bin der Franz Schano, Redakteur der Streifzüge. Die Streifzüge gibt es seit 1996 und freie Medien sind deswegen wichtig, weil sie nicht irgendwie am Gängelband der Ökonomie hängen. Ja, hallo, mein Name ist Stefan Mayer, ich bin vom Bagger. Und freie Medien sind deswegen sehr wichtig, weil sie wenigstens in geringem, wenn auch in steigendem, hoffentlich ständig steigendem Ausmaß zur Medienvielfalt beitragen. Hallo, mein Name ist Viktoria Zedlacher. Ich bin Chefredakteurin des österreichischen Medienjournals. Und für mich sind freie Medien deshalb so wichtig, weil sie eine Medienvielfalt in Österreich gewährleisten. Alice Gruber, Skook. Freie Medien sind wichtig. Okay, mein Name ist Angela Drausnick, bin von der Straßenzeitung Augustin, von einer unabhängigen, freien Zeitung sozusagen. Wir glauben, dass es unbedingt einen Journalismus geben muss, der unzensuriert an die Öffentlichkeit kommt. Ja, hallo, ich bin der Michi Heurig, ich bin Microblogger, also kein Betreiber eines konventionellen Mediums. Ja, es leben die freien Medien. So. Hallo, mein Name ist Eberhard Laut, ich bin der Herausgeber und Gründer des Online-Magazins zip21.com. Freie Medien sind wichtig, vor allem in Österreich, weil eine Medienlandschaft wie die österreichische in ihrer fast perversen Struktur so etwas wie eine Gegenkultur, eine Gegenmeinung braucht. Ja, hallo, mein Name ist Gerald Beck, ich bin Blogger beim Backblog und sowas Social-Media-Typ. Und freie Medien sind deswegen wichtig, weil die unfreien Medien einfach eh keine normale Berichterstattung mehr auf die Reihe kriegen und eh nicht mehr objektiv berichten. Deswegen glaube ich, dass an der Zeit ist, dass freie Medien noch stärker in den Fokus treten. Mein Name ist Georg Schütz. Wir betreiben seit über 2 Jahren die Videoplattform ichmachpolitik.at. Es geht dort um österreichische politische Belange. Es ist so eine Art Spaten-YouTube. Ich darf zwar YouTube nicht sagen, aber es gibt dort viel interessanten Content. Schaut vorbei und zieht euch die eine oder andere hochpolitische Podiumsdiskussion rein.
Mein Name ist Susanne Zörer, ich blogge auf The Sandworm. Freie Medien soll es deswegen geben, damit die Vielfalt und Abwechslungsreichtum in der Medienlandschaft gewährleistet bleibt und wird. Ich bin Merelakin Hecke, ich leite Digitalks, die Veranstaltungsreihe für digitale Medien. Dazu blogge ich auch, um diese Themen unter die Neueinsteiger, Einsteigerinnen zu bringen. Also ich bin der Walter von der Paradigmata, der Zeitschrift für Menschen und Diskurse. Und freie Medien sind deswegen sehr wichtig, dass politische Diskurse nicht ständig wiedergekäut werden. Und damit hat auch einmal Gruppen, die nicht so laut zu Wort kommen, nicht gemutet sind in unserer Gesellschaft. Fried Turnheim, österreichischer Journalistenclub. Ohne freie Medien wird es auch keine professionellen Medien geben. Aschauer Martin, Präsident des österreichischen Medienverbands. Freie Medien gewährleisten Pluralität in Österreich.